Am 30.10. kommt das neue Dino's Guild Multiplayer Online mit Steam, blablabla Update, mit iOS auch raus. Mittlerweile weiß es jeder und seine Großmutter. Bis dahin, ja, soll Folgendes passieren. Das ganze Ding soll einmal komplett umgekrempelt werden. Ihr werdet das Ding nicht mehr erkennen, wenn ihr das Spiel startet. Es werden sich wirklich viele Sachen geändert haben. Und zwar, weil aktuell, muss ich einfach sagen, ein paar provisorische Sachen noch drin sind, die wir halt noch nie final geplant haben, sondern einfach mal reingeklatscht haben und halt einfach wack aussehen. So ist das Dinoscape im Steam-Shop hier übrigens. Könnt ihr natürlich auch euch in Steam schon mal gönnen. Aktuell ist das Menü ja so, wie ihr es hier seht. Ne? Das sind so diese durchsichtigen schwarzen Sachen mit diesen grauen Rändern und diese Icons. Die Schriftart, die passt auch nicht so richtig. Es ist einfach nicht so übersichtlich, hier durchzuklicken. Dann diese Pop-Ups, die sind auch nicht so richtig rund. Die Settings sind auch nicht so richtig krass und so weiter und so fort. Und deswegen werden sich halt da einige Sachen ändern. So, was halt jetzt einfach schwierig ist bei Dinoscape, ist, dass es halt Pixel-Art ist. Und es geht hier jetzt quasi um das Thema UI, also um das Interface. Nicht um das Spiel selber, sondern um die Menüs und alles mögliche, ums UI. Ne? Das ist bei einem Pixel-Art-Spiel halt einfach komplett viel schwieriger als bei einem Spiel, das halt nicht Pixel-Art ist. Man kann jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, Fortnite UI zeigen. Und da sieht man halt, ja okay, so ist es halt das UI, jetzt irgendwie in Spanisch oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall können die halt basically einfach drauf losmalen und diese Buttons hier überall hinmachen, wo sie halt wollen. Das ist halt der Unterschied. Bei unserem Pixel-Art-Game ist das einfach schwieriger, weil man kann halt diese ganzen Sachen nicht so detailliert machen, man kann diese Texte nicht so klein machen, man kann diese ganzen Symbole und so weiter und so fort, ne, also diese Geldsymbole, man muss halt jedes einzelne Symbol im Menü so klein in diese Pixel hinkriegen und es trotzdem halt noch schön und übersichtlich und leserlich haben. Man muss dafür sorgen, dass es modern wirkt, ein modernes, übersichtliches, intuitives Interface ist, wo jeder quasi gleich findet, was er will und dass halt jeder die Funktion alle braucht. Und man muss halt trotzdem dafür sorgen, dass es zum Stil passt. Das ist schwierig. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben als allererstes mal überlegt, okay, was muss unser Menü können? Welche Buttons brauchen wir und so weiter und so fort? So ist es quasi mal ein kleiner Aufbau vom Menü, ja, der sieht jetzt mega wack aus, da kann man gar nichts mit anfangen, aber hier ist quasi so der Shop-Button, ne, da kann man draufklicken und dann kommt man hier so in den Shop, da wird quasi dann der Spieler so nach rechts geschoben, haben wir uns überlegt und dass hier quasi hier oben Limited Offers sind, also hier quasi so begrenzte zeitmäßig, ne, und unten halt hier so die Sachen, die halt immer da sind, so, das haben wir hier so richtig billig programmiert, so, dass halt nur die Funktion getestet ist und die Grafiken halt noch nicht. Übrigens, was auch ganz lustig ist für unser Menü und alles mögliche, sind da unsere Skizzen. So haben wir das nämlich geplant, ja, das habe ich am iPad, habe ich das gezeichnet, dass das so aussieht, quasi im Menü, wenn man das Spiel startet, dann hat man hier verschiedene Buttons. Und hier hat man quasi einmal kurz ganz billig farbig gemalt. Von diesem Entwurf sind wir ein bisschen weggegangen, dass die Spieler quasi schon in dem Hauptmenü dir joinen. Zu einem Entwurf, wo man quasi als Multiplayer in der Lobby joint, wo man dann hier auch quasi in seiner Rangliste die ganzen Leute sieht, die mit einem in der Lobby sind. Man sieht hier den Ping, man sieht hier, klar, alles Mögliche. Und man sieht hier die Farbe vom Spieler und so weiter und so fort und auch einen Code. Hier seht ihr jetzt einfach mal ein paar Mockups, ja, so ein paar Entwürfe, wie wir uns halt hier auch das Eier ausbrüten vorstellen, das sich komplett verändern wird, wie wir uns hier diese Skins vorstellen, die man hier jetzt durchblättern kann und halt generell komplett neue Menüs. Was wir hier eben gemacht haben, sind noch nicht die fertigen Grafiken, sondern nur halt mal grob umrissen, wie die Menüs von der Form her und von der Funktion aussehen sollen. Was halt schwierig ist für Pixelart, einfach wie man es denn designen soll. Das ist halt wirklich einfach das Schwierigste, ne? Wie man das halt einfach designen soll mit so wenigen Pixeln. Wir können uns jetzt mal kurz ein paar Beispiele anschauen. Pixel Art UI. Zum Beispiel gibt es halt hier sowas hier, aber das sieht halt einfach nicht cool aus. Also das sieht halt einfach nicht schön aus, ne? Dann sowas ist halt auch modern und pixelig, aber passt halt auch nicht so zu Dinoscape. Ja, aber Dinoscape ist halt eher so Dinosaurier prähistorisch mäßig. Da passen jetzt so diese Technik, Gelenke und sowas nicht unbedingt rein. Und ich habe mich dann quasi auf eine Reise aufgemacht, wo ich quasi alle möglichen Spiele im iOS App Store durchgespielt habe, die mit Pixel Art zu tun haben, um mal Inspiration zu kriegen, wie so diese Menüs aussehen können. Und dabei bin ich auf Folgendes gestoßen. So kann ein Menü aussehen, ist ganz cool. So kann ein Menü aussehen, das sieht ein bisschen aus wie bei Minecraft jetzt so, ne? Die haben das ziemlich cool gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes UI, finde ich, relativ simpel, schön verspielt, passt auch schön zu diesem Game, ne? Ist modern, hat keine Holzhintergründe, ist jetzt nicht irgendwie verschnörkelt oder so, ist schon einfach schön schlicht. Die haben es so ungefähr gemacht, wie es wir aktuell haben. Ist auch ein cooler Stil, passt auch zusammen. Und das ist jetzt zum ersten Mal ein UI, wo ich mir so dachte, das ist geil. Das ist richtig geil. Die haben das richtig cool gemacht. Dieser Button hier unten ist richtig schön. Der Artstyle finde ich auch hübsch.
so voll schön. Also das ist auf jeden Fall richtig nice. Aber jetzt zurück zu Dino Skate. Es geht ja eigentlich darum, was wir hier für unser Spiel jetzt hier quasi für Lektionen gezogen haben und welche Sachen wir programmiert haben. So, und da scrollen wir jetzt einmal kurz durch. Wir sind weggegangen von unserem Menü und haben so neue Kästen gemacht, die so ein bisschen schlichter sind. Haben die Kästen ein bisschen dicker gemacht, haben die Kästen eingefärbt, haben hier so verschiedene Seltenheitsfarben, weil unsere Items, die sollen natürlich auch eigene Seltenheiten kriegen. Da hat Nils quasi diese Entwürfe geschickt. Ich habe ihm noch so Farben geschickt, die halt ich cool finde. Und dann ist das entstanden. Wir werden uns jetzt auch gleich mal durchklicken. Wichtig ist natürlich auch für ein Game die Buttons. Also die Buttons sollen halt schön aussehen, da muss man gerne drauf drücken. Und das war auch so eine Sache, die einfach ein bisschen gedauert hat, bis man die rausgekriegt hat. Wir hatten erst dieses Beispiel hier mit diesen Buttons und die fand ich halt jetzt nicht so geil. Ne? Diese schrägen Buttons habe ich mal ursprünglich skizziert, aber die haben nicht cool ausgesehen. Dann kamen eben diese blauen Buttons. Also die blauen Buttons finde ich ganz cool, die sehen ein bisschen 3D aus. Die Spiegelung hier ist eigentlich cool, aber die war dann letztendlich too much mit Text drauf. Das hier sieht fancy und glänzend aus, aber auch too much. So, und dann haben wir die Spiegelung weggelassen. So, und dann haben wir jetzt die Buttons quasi ohne Spiegelung. Und genau, dann haben wir uns noch verschiedene Sachen überlegt. Wir haben uns überlegt, okay, wie machen wir das jetzt vom Interface her? Wie ist es halt ganz einfach für die Menschen? Wohin macht man Multiplayer? Welche Einstellungen können sie machen? Und so weiter und so fort. Das ist echt nicht leicht. Und wie das Ganze jetzt im Game aussieht, das kann ich euch jetzt zeigen. So, das neue UI ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ich werde, wie gesagt, noch ein paar Sachen anpassen. Aber so ist es jetzt. Hier kann man zwischen Online und Arcade auswählen. Arcade ist der Modus, den es aktuell schon gibt. Online ist dann der neue, den es bald geben wird. Story unten ist noch Top Secret. Den gibt es noch nicht. Dann, wenn ihr im Online-Modus auf Play drückt, dann könnt ihr auswählen, ob ihr jetzt schnell spielen wollt, ob ihr jetzt halt mit einem Spielecode, den ihr eingeben könnt, joinen wollt oder ob ihr einen eigenen Raum erstellen möchtet. Hier klicken wir uns jetzt mal durch die ganzen einzelnen Menüs. Hier jetzt das Inventar, in dem wir einmal unsere Eier sehen, die wir haben. Quasi in drei Nestern oder Inkubatoren, wie man die nennen kann, kann man dann quasi sich hier das Ei aussuchen und klickt hier auf Breed und dann kann man das halt ausbrüten. Zum Beispiel, ne? Oder man wirft es weg. Hier kann man seine Dinosaurier sehen. Da kann man dann quasi hier runterscrollen. Die Dinosaurier haben hier einmal eine Nummer, eine kurze Beschreibung und so weiter und so fort. Und kann man sich quasi hier zwischen den Dinosauriern auswählen und hier durchscrollen. Hier gibt es halt die Hüte. Die seht ihr einfach in diesen Buttons. Und dann kann man sich den halt eben anziehen und so weiter und so fort. Hier soll auch noch der Spieler, also der ist jetzt hier ja quasi links. Wenn man dann hier draufklickt, soll der noch nach rechts rutschen, dass der halt quasi so diese rechte Lücke da noch füllt. Hier sieht man die Waffen. Das ist auch nichts Besonderes. Genauso wie die Hüte halt. Dann der Shop. Genau, und hier gibt es einmal einen Limited Time Only Shop, der wird sich noch ein bisschen verändern, da wird es noch weniger Sachen geben, nicht 6 Stück, vielleicht nur 5. Die gibt es halt immer nur top aktuell. Ja, wenn ihr die haben wollt, müsst ihr halt euch beeilen. Und dann gibt es hier einmal den Long-Term-Shop. Vielleicht ändert sich da noch der Name hier und da, ihr versteht, ein paar Sachen ändern sich noch. Und da gibt es halt Sachen, die es permanent gibt, auf die man halt richtig schön hinsparen kann. Wir gehen erstmal zum Leaderboard. Das ist aktuell halt noch nicht drin. Einmal quasi ein Leaderboard, das sich halt täglich ist, das tägliche Leaderboard. Einmal hier das wöchentliche Leaderboard, einmal das monatliche Leaderboard und einmal das All-Time-Leaderboard. Und jeder, der halt quasi in einer Woche der Beste ist, der gewinnt einen Preis. Jeder, der an einem Tag der Beste ist, der gewinnt einen Preis. Jeder, der im Monat der Beste ist, der gewinnt auch einen Preis. Und jetzt mal die Einstellungen. Das ist noch nicht ganz fertig, wie gesagt, hier der Button. Der ist viel zu groß, der Button ist viel zu klein, man kennt's. Aber es wird einmal natürlich die Lautstärke, die kann man anpassen, also erstmal die gesamte Lautstärke. Dann kann man die Musik anpassen und die Sounds unabhängig, ja. Musik und Sounds endlich unabhängig voneinander anpassen. Einfach ein Traum. Einfach, das ist einmal der Traum. Dann kann man die FPS-Anzeige an- und ausmachen. Dann kann man die FPS auch einstellen, also wahrscheinlich von 60 zu 90 zu 120 FPS kann man hin und her switchen. Vielleicht auch 30 FPS wahrscheinlich für einen schlechteren PC oder ein schlechteres Handy, dass man halt nicht so viele Leistungen zieht. Dann kann man hier Fenstermodus aktivieren. Oder halt noch so zusätzliche Effekte. Da könnt ihr nochmal überrascht sein. Da wird es noch Shader geben und so weiter und so fort. Dann klar, hier Joystick-Control an und aus. Die Größe kann man verstellen. Und die Position. Man kann auch die Position dann von diesen Joysticks einfach mal verändern. So, also die sind dann nicht mehr immer fest irgendwo verankert, sondern man kann sie verändern. Dann gibt es natürlich auch dieses Hilfemodul. Man kann hier einmal einen Bug melden. Ja, das werden wir wahrscheinlich sehr oft kriegen, weil es einfach so viele Bugs gibt. Tutorial kann man sich anschauen, damit man halt einen groben Überblick kriegt. FAQ. Man kann zur Webseite, man kann einen Support und man kann es resetten. Hier Discord, das gibt's auch schon. Wenn das Video online kommt, dann findet ihr das Discord auch schon in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Bock habt, checkt das mal aus. Das Update, in dem es dieses Menü, aber auch einen Online-Modus, aber auch die Version auf Steam, aber natürlich auch das iOS-Update und gibt. Die kommen am 30.10. in die Stores, verpasst das auf gar keinen Fall. Habt richtig Bock, dann auch vielleicht mal mit Zuschauern zu spielen. Zum Beispiel auch im Discord, das ihr in der Videobeschreibung findet. Könnt ihr da reingucken und dann seht ihr auch noch mehr Informationen zu dem ganzen Game weiterhin. Also abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.